Und wir legen direkt los mit dem letzten Platz, Platz 12, SV Ried. Mit diesem wirklich scheußlichen Trikot ist, glaube ich, eins der hässlichsten Trikots, die ich jemals gesehen habe. Ich meine, guckt euch das einfach mal an. Da ist auf dem Ärmel einfach eine Leberkässemmel. Sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Gut, ich kann jeden verstehen, der das nicht sofort gesehen hat, denn das Trikot ist ja auch sonst einfach mit Sponsoren zugepflastert. Das einzig Geile ist, dass Guntermatic meine beste Holzheizung ist und Holz ist geil, Freunde. Auch die Farben, dieses Schwarz mit diesem Dunkelgrün, das ist ganz, ganz eine schwierige Kombination. Da helfen auch diese leichten Nadelstreifen und unten das Club-Logo und dieser Wikinger-Helm, die da als Applikation eingearbeitet sind, eigentlich überhaupt nicht, denn das Trikot ist absolut verwurstelt. Letzter Platz. Und wer jetzt dachte, auf Platz 11 wird sicher besser, nee. Absolut nicht. Der WAC mit ja, auch so einem absolut hässlichen Trikot. Es ist zwar einfach nur ein weißes Trikot, aber man hat es trotzdem geschafft, dass man es einfach verhunzt. Ja, mit ungefähr 17.000 Sponsoren, die alle eine andere Farbe haben. Wenn man auf das Trikot drauf sieht, weiß man eigentlich so gar nicht, wenn man den Verein nicht kennt, was genau ist denn jetzt eigentlich das Club-Logo? Und das ist nicht so wirklich prickelnd, finde ich. Als Fan wandelt man da wirklich mit einer wandernden Werbetafel umher. Ja. Nicht so gut. Und dass das Trikot einfach kacke ist, daran ändert auch nichts dran, dass überall auf dem Trikot so kleine grüne und rote Pünktchen sind, die die Clubfarben repräsentieren sollen. Ja, ich finde das Trikot einfach Müll. Platz Nummer 10, TSG Hartberg. Und es nimmt einfach kein Ende mit diesen schlechten Trikots. Also das ist in Österreich ja wirklich absolut vogelwild. Aber guckt euch das Ding mal an. Alter, da ist einfach ein Sperm-Booster auf dem Trikot. Irgendwas mit Potenz. Ja, Junge. Wild. Auch, dass diese beiden Sponsoren über dem Eckerglas einfach nicht irgendwie symmetrisch sind, sondern in der Mitte und einmal so rechts versetzt. Was macht man da? Wartet man da noch, dass hier noch ein Sponsorslot frei wird und sich so denkt, ja, bitte, kauft noch einen Sponsorslot, wir haben noch was frei am Trikot. Ja, wirklich nicht. Ohne Spaß, das einzig Gute an diesem Trikot ist diese Musterung im Trikot. Die wertet das noch ein bisschen auf und macht es nicht zum schlechtesten Trikot. Aber das auch nur, weil zwei Trikots einfach wirklich noch hässlicher sind als dieser Fetzen. Eieiei, heute roast ich aber ordentlich. Aber auf Platz 9 wird es zumindest mal um eine Spur besser. Der geht an Austria Lustenau. Mit einem, ja, doch deutlich simpleren Trikot wieder. Und vor allem ohne 25.000 Sponsoren. Gut, böse Zungen würden jetzt wieder behaupten, das liegt daran, dass Austria Lustenau niemand sponsern will. Ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ohne Spaß, in deren Fanshop ist der Versand nur in Lustenau gratis und selbst in Österreich musst du bezahlen. Ja, finde ich auch irgendwie funny. Junge, wir haben halt echt so die Gurkenliga hier in Österreich. Das Trikot ist ganz okay. Das Grün, ja, ist vielleicht nicht das allergeilste Grün, aber sieht schon in Ordnung aus. Und diese weißen Blitze, die einfach nur über die Hälfte des Trikots gehen mit diesen Diagonalstreifen, die finde ich ganz schick. Auch hier an den Ärmelabschlüssen, dass da schön weiß abgetrennt ist, auch hier am Kragen. Und ich weiß nicht, was das für ein Muster ist, das könnte einfach die Stadt Lustenau sein, die da hier noch über den Ärmeln eingearbeitet ist. Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, wenn es das ist, finde ich das aber cool. Aber für mehr reicht's auch nicht. Platz 8, Austria Klagenfurt. Und jetzt wird's zum ersten Mal ganz in Ordnung. Dieses Trikot, einfach wieder schön die Clubfarben repräsentiert, dieses Violett. Und auch das Gold eingearbeitet. Erstmal hier oben am Kragen und an den Ärmelabschlüssen finde ich richtig sick. Dann auch noch in diesen vier Kästchen von Capelli, dem Trikothersteller. Sieht auch sehr gut aus. Und natürlich dieser eine Swoosh hier unten, der einmal violett ist, aber ein helleres Violett. Und natürlich in diesem Gold. Und natürlich auch der Sponsor dieses 28 Black, wo der Vogel auch in Gold dargestellt ist. Und jetzt fällt mir gerade auf, sogar der Sponsor am Ärmel ist in Gold dargestellt. Und das Trikot ist endlich mal nicht überladen, ist grundsätzlich relativ clean und landet daher auf Platz 8. Platz Nummer 7, WSG Tirol mit endlich mal einem erfrischenden Trikot. Ist zwar nur weiß mit leichten grünen Elementen, aber das sind halt die Clubfarben, aber es sieht irgendwie poppig aus und nicht einfach so langweilig und mit 17.000 Sponsoren. Nein. Der Kragen in einem schönen Mintgrün, ebenso die Ärmelabschlüsse und natürlich das absolute Highlight und der Hingucker auf diesem Trikot. Diese Querstreifen, die irgendwie total verschachtelt sind, als wäre es eine optische Illusion oder einfach irgendein Glitch in der Matrix. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Auch der fette Sponsor in der Mitte, dieses grüne Kästchen mit dem TT und dem halben roten Adler, sieht, finde ich, sehr gut aus und passt auf das Trikot. Daneben dieses Jactor, keine Ahnung, ob das da wirklich hingehört, ob das da sein muss. Und womit ich noch ein Problem habe, dieses Tiroler Versicherungen hier oben. Denn das, keine Ahnung, da gehört doch einfach noch der grüne Kragen hin und
da stört das irgendwie ein bisschen. Ansonsten finde ich das Trikot aber ganz gut. Platz Nummer 6, Sturm Graz. Ein klassisches Sturm Graz Trikot. Schwarz und weiß, die Clubfarben einfach gestreift runtergemacht von Nike. Sehr, sehr cool. Der Kragen oben ganz in weiß. Gibt, finde ich, auch besser, als dass da noch irgendwie die Streifen reingehen. An den Ärmeln aber die Streifen durchgezogen. Finde ich, sieht gut aus. Puntigamer Sturm, der Sponsor, eh schon auch ein alter Hut. Klassiker, sieht ganz gut aus. Dieses Blau noch reingebracht. Ansonsten einfach ein sehr, sehr basic Trikot. Und für mich einfach auf Platz 6. Platz Nummer 5, Altach. Mit einem weißen Trikot und, ähnlich an Stuttgart angelehnt, einem Brustring. Erstens, das weiße Trikot hat überall noch so Linien drin. Das sieht fast so aus wie so Altersringe von dem Baum. Und das finde ich richtig geil, dass die so in so einem leichten Hellgrau eingearbeitet sind. Nicht unbedingt sofort sichtbar, aber wenn man genau hinsieht, sieht man diese leichte Struktur und die finde ich ultra gut gelungen. Die Sponsoren beschränken sich auf den oberen Bereich des Trikots und wie gesagt, dieser Brustring mit diesem Cashpoint, wo dann einfach noch schwarz und gelb drin sind, das passt einfach gut zusammen, repräsentiert die Clubfarben. Und ansonsten ist das Trikot einfach nicht überladen. Oben noch ein schöner Kragenabschluss und ja, das reicht für Platz 5. Platz Nummer 4, der LASK. Mit einem Trikot, das irgendwie ganz anders ist als die anderen. Klar, es ist sehr, sehr ähnlich grundsätzlich zum Sturm Graz Trikot mit dem Schwarz und Weiß, aber in der Mitte hier unterbrochen für den Sponsor Bacaldrin Kornspitz in einem geilen poppigen Rot, das knallt nochmal so richtig raus und die Ärmel einfach komplett in Gelb gehalten. Sieht vielleicht am Anfang etwas wild aus, aber für ein schwarz-weißes Trikot, finde ich, poppt es einfach extrem. Klar, das Gelb auf den Ärmeln passt natürlich zum Sponsor Raiffeisenbank, der hier auf den Ärmeln drauf ist, aber ansonsten ist es mit Sponsoren nicht überladen. Das war in anderen Jahren schon ganz anders und ich finde es sehr, sehr schick. Würde ich mir holen. Also LASK, gute Arbeit. So, und jetzt wird's ernst. Die drei großen Vereine sind auch auf den Plätzen 1, 2 und 3. Und los geht's mit Platz 3. Der geht an Austria Wien mit diesem Trikot. Natürlich klassisch in Violett gehalten, wie es für die Veilchen halt gehört, aber mit goldenen Elementen sowohl hier am Ärmel als auch hier auf den Seiten runter. Am Kragen auch, aber da nur hinten. Das wäre natürlich irgendwie noch geil gewesen, wenn das vorne gewesen wäre. Naja, man kann nicht alles haben. Auf dem Trikot selber geht nicht wirklich viel ab. Es ist einfach ein sehr, sehr schönes violettes Trikot. Kleiner Sponsorschriftzug und so eine ganz, ganz leichte Strukturierung drin. Das Einzige, was so ein bisschen hervorpoppt, ist unten diese kleine Applikation und das soll, glaube ich, die Stadt Wien darstellen und die Austria kommt ja aus Wien, also passt das ganz gut. Platz Nummer 2 und Trikot-Vizemeister geht an den Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Mit einem, auch wenn es ein Red Bull Club ist, sehr, sehr schönen Trikot, das muss man einfach zugeben. Ein klassisches weißes Trikot mit sehr, sehr kräftigem roten Kragenabschluss, roten Ärmelabschlüssen, dazu natürlich auch das Nike-Logo in Rot und was natürlich auf diesem Trikot auffällt, diese V-Streifen, die das ganze Trikot runtergehen. Und die sind aber nicht nur komplett weiß, sondern immer so grau, aber auch nicht ganz grau, sondern immer nur so kleine Streifen. Und das ist irgendwie ein cooler Akzent. Und auf diesem weißen Trikot poppt auch der Trikotsponsor Red Bull hervor und das wird Red Bull auf jeden Fall freuen, aber ganz ehrlich, das Trikot ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Aber für Platz 1 hat es nicht ganz gereicht, denn es kann nur einen Sieger geben und das ist der SK Rapid Wien. Mit diesem wunderschönen klassischen Trikot. Die Hütteldorfer sind back to the basics gegangen, einfach ein gestreiftes grün-weißes Shirt, grüner Ärmel, weißer Abschluss, gibt einfach genau perfekt die Clubfarben von Rapid Wien wieder. Dazu noch Wien Energie als Sponsor, aber in diesem orangenen Kästchen. Und ich finde das irgendwie passend. Ich finde dieses Trikot einfach. Guck als nächstes gerne auch noch dieses Video hier. Das ist natürlich nur meine Meinung. Schreibt eure gern in die Kommentare und ciao.